Willkommen zurück auf Boxing Arts und schön, dass du wieder eingeschaltet hast. Mit dem heutigen Thema, das Stufensystem des Peekaboo-Stils. Was das damit auf sich hat und wie das Ganze aussieht, zeige ich euch gleich, aber nach dem Intro. Ja Leute, bevor es losgeht, wieder eine kleine Erinnerung für euch. Wie immer, abonniert mich auf Instagram unter boxing.arts, damit du immer auf dem neuesten Stand bist, was das Training angeht. Das kannst du dann nämlich für dein Training auch verwenden, was ich da auch so zeige euch. Geh mal rauf, schau dir das an und genau, jetzt geht's los mit dem Video und zwar das Stufensystem des Peekaboo-Stils. Bedeutet einfach nur, es gibt mehrere Stufen, wo du mit dem Kopf ausweichen kannst. Also es gibt nicht nur, will heißen zum Beispiel, es gibt nicht nur das, die Methode, dass du nur einmal hier hingehen kannst, okay? Sondern du kannst auch ein zweites Mal hier hingehen, was ganz einfach ist. Zum Beispiel, der Gegner schlägt dich zum Beispiel mit der Schlaghand, sag ich mal. Ihr schlagt mich jetzt mit der Schlaghand. Ich weiche einmal aus. Ich sehe auf einmal, kommt aber noch ein Haken. Dann könnte ich noch mal eine Stufe tiefer gehen. Und das ist das mit dem Stufensystem gemeint. Ne? Müsst ihr mal austesten. Oder ihr macht einen direkten Schlag mit dem Jab. Ich gehe einmal runter. Der Schlag ist quasi hier vorbeigegangen. Jetzt kommt noch die rechte. Dann gehe ich wieder hier runter. Okay? Nochmal. Ihr schlagt mit dem Jab. Ich gehe einmal hier runter. Dann kommt der Cross von euch. Ich gehe hier rüber. Okay? Und jetzt von hier aus habt ihr euch schon geöffnet und ich könnte dann sofort mit dem Aufwärtshaken kommen. Beispielsweise. Oder aber, du gehst hier hin, hast den Jab vermieden, dann kommt der Cross und du gehst hier runter. Und du bist dann wieder einen Schritt vorne an ihm dran und könntest dann wieder den Aufwärtshaken bringen. Ne, das sind so diese Stufen. Ihr müsst euch das wirklich vorstellen. Wie richtige Stufen müsst ihr euch das vorstellen? Ihr könnt auch dreimal runtergehen. Zum Beispiel, was ich auch oft mache, ist, wenn ihr den Jab bringen würdet, dann gehe ich hier einmal runter, dann gehe ich nochmal hier runter. Und dann zum Beispiel den bekannten Winkelwechsel, den ich auch oft immer anspreche. Ne? Also ihr bringt den Jab. Eins, ich gehe erstmal auf den direkten Wege runter. Ich lade ihn quasi ein, dass er mich nochmal schlagen soll, extra. Dann nehme ich das Bein hier rüber, hier hin. Und dann drehe ich mich auf den Fuß und dann bumm, 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 zum Beispiel, okay? Also runter, Step, rüber, bam, bam, bam. Oder runter, runter. Zwei Stufen geht auch, ne? Dass du einmal runter gehst, dann kommt der zweite Schlag direkt, du gehst noch eine Stufe runter und dann bam, bam, beim Hochkommen, bumm, bumm, ne? Alles ist möglich, probier das mal aus. Denk einfach in diesem Stufensystem, dass du hier runter gehst oder 1, 2, 3, 1, 2, 3. Probier das mal einfach aus, dass du wirklich in diesem Stufensystem das dir Ganze vorstellst und danach wirst du sehen, wie effektiv du den Schlägen eigentlich ausweist. Aber natürlich, Voraussetzung ist dafür, dass du auch die Schläge natürlich siehst, wenn die angeflogen kommen. Es bringt dir nichts, wenn du deinen Kopf einfach nur bewegst, aber okay, du siehst nicht, wann der Schlag kommt. Ne? Nichtsdestotrotz ist es immer noch besser, als wenn du gar nicht den Kopf bewegst. Also beweg ruhig den Kopf. Auch wenn die Schläge nicht kommen, siehst, aber viel effektiver und die meisten wissen, wovon ich rede, wenn ihr mehr Erfahrung habt, viel effektiver ist es, wenn ihr genau seht, von wo der Schlag kommt und was für eine Art von Schlag kommt. Ob gerade kommt oder Aufwärtshaken oder Haken. Wenn ihr das dann seht und erkennt in dem Moment und dann dementsprechend ausweicht und dann den Kontertreffer setzt, dann wisst ihr ganz genau, das ist ein sehr effektiver Schlag gewesen, weil der andere das nicht kommen gesehen hat. Ne? Und genau die Schläge sind auch diejenigen, die meistens umhauen, die Leute, oder zumindest sehr, sehr stark wehtun. Ja, das soll es auch wieder gewesen sein. Ich hoffe, dieser Tipp hat dir gefallen. Falls ja, dann gib mir einen Daumen hoch dafür, wie immer. Und vergiss mich nicht, auf Instagram zu abonnieren unter boxing.arts. Da poste ich regelmäßig auch vom Peekaboo-Stil mehr. Falls du mehr zum Peekaboo-Stil lernen möchtest, dann schau unten in der Beschreibung nach. Dort kannst du auf den ersten Link in der Beschreibung gehen. Da gelangst du auf meine Webseite. Da kannst du dir das mal bisschen angucken, die Informationen zu meinem Online-Kurs. Genau, und abonniere unbedingt diesen Kanal und aktiviere auch die Glocke, damit du keine weiteren Videos mehr verpasst. Und wir sehen uns bis zum nächsten Mal. Ciao.